Mauereinschlag für Diego Núñez, den Erben von Andreas Christian Suček in der DPA-Mannschaft. Der hat sich mal die ganze linke Autoseite abmontiert bis hinein in den Seitenkasten. Das war einer der heftigeren Sorte. Núñez guckte reichlich verstört aus dem Cockpit. Passierte ihm nichts, ganz offensichtlich erwartet, was die Rennleitung sagt und wann die Streckenposten kommen, um ihm rauszuhelfen. Immer wieder sehen Sie diese torkelnden Bewegungen beim Handbremsen oder beim Einlenken. Das liegt eben daran, dass die Bahn so unglaublich schmutzig ist und dass sie sogar in manchen Bereichen aufbricht. So, Karun Shantok steht da unten noch umeinander. Und wo hat es jetzt Diego Núñez erwischt? Auch in dem Bereich. Das wäre natürlich blöd, wenn unter Gelb überholt werden würde. Ben Hanley aus dem Campos-Team tut, glaube ich, genau das. Geht hier vorbei an Romain Grosjean, möglicherweise unter Gelb. Nun, die nächste Safety-Car-Phase. Immerhin haben wir das Safety-Car gewechselt. Jetzt haben wir einen Ford Focus rausgelassen. In der Optik der letztjährigen Ford Focus aus der Rallye-Weltmeisterschaft. Und jetzt kommen dann die nächsten Boxenstopps. Devin Jelly, einer derjenigen, die zuerst nicht gestoppt haben. Und ich bin sicher, jetzt ist auch Bruno Senna direkt reingegangen. Und das ist jetzt gar nicht mal so unspannend, wie sich das Ganze jetzt aussortiert. Devin Jelly fährt los, wie vom wilden Wutz gebissen. Das ist der Wagen von Karun Shantok, der aus der Gefahrenzone befreit werden muss. Irgendwo liegt ja auch noch der Trümmerhaufen von Diego Núñez aus Sao Paulo rum. Nämlich genau da, und der ist offensichtlich beim Rausbeschleunigen über den nassen Randstein geglitscht und hineingescheppert in den Reifenstapel und dann an der Mauer lang geschrammt. Das ist der Auslöser für die Safety-Car-Phase. Die rechte Vorderradaufhängung, linke Vorderradaufhängung ist nicht mehr dran. Diego Núñez noch immer im Auto. Lenkrad muss wieder raufgesteckt werden, damit das Getriebe in den Leerlauf gestellt werden kann, damit die Streckenposten das Auto wegschieben. Eingangsstartziel ist das Ganze sogar, das sehe ich jetzt erst. Diego Núñez hat also zumindest einen kurzen Weg zurück, um sich von David Price zusammenfalten zu lassen.